heutiges Thema bei der neuen Folge von Zwei Martin. Katastrophenschutz. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz kriegt jedem Haushalt zu Hause mindestens für 10 Tage Wasser und Vorräte zu haben. Das bedeutet, sollte mal ein Tornado, eine Flutkatastrophe, irgendwas in der Richtung oder der digitale Blackout oder ein Terroranschlag irgendwas uns betreffen, dann sollte jeder Haushalt in der Lage sein, mindestens 10 Tage lang ohne äußere Hilfe quasi klarzukommen. Ich habe mich vorbereitet, also ich glaube, ich habe mich fast schon zu gut vorbereitet, aber ihr kennt ja Survival Martin. Wenn er was macht, dann macht das richtig. Hier unten befindet sich mein Fallout-Shelter bzw. mein Bunker, mein Prepper-Room, mein Krisenvorsorgeplatz, meine Kommandozentrale. Hier hinter verbirgt sich quasi der absolute Schutz vor dem, was hier draußen ist. Gleich Regel Nummer 1. Wenn ihr sowas habt, erzählt es niemandem, weil wenn jemand alle Bescheid wissen in der Nachbarschaft, naja, was passiert, wenn eine Katastrophe ist, die stürmen euch die Bude ein. Also, dann sollte ich es vielleicht, also nicht weiter sagen, ja, also alle die gucken ja meine Videos nicht, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber Top Secret, ne? Okay, dann wollen wir mal rein in die Hütte. Ganz wichtig, wenn ihr so ein Ding anlegt, halt denkt an Sicherheitssysteme, weil macht's nicht die Leuten so einfach. Einfach, weiß ich nicht, die Tür aufgebrochen, dann sitzt ihr drin und klauen alle eure wichtigen Sachen, die da drin sind. Ja, und das habe ich gemacht. Erstmal eine unglaublich starke Stahltür eingebaut. Ein ganz normales Sicherheitssystem. Wieso vorhanden ist es nicht, sondern wir haben hier oben, sieht aus wie Stecker. Hinter der einen bewirkt sich eine Steckdose. Aber hinter diesem hier befindet sich ein PIN-Code-Eingabe. Ganz wichtig, der PIN-Code muss eingegeben werden, bevor man das Ding betritt. Sollte man es nicht, also den Code nicht kennen und einfach eintreten, lösen sich Pfefferspray und CS-Gas-Dosen und derjenige, der da drin ist, verreckt halt. Und genau deshalb ganz wichtig vorher. Ob wir dann richtig sind und ob das Ding quasi ausgeschaltet ist, sieht man dann, wenn das Licht drin an ist. Weil es geht automatisch an, wenn alles safe ist. Hier oben haben wir den Frosch, da muss man seine Netzhaut verifizieren, das mache ich als erstes. Dann warten wir aufs Piepen. Ja, da haben wir's. Das heißt also, das ist erledigt. Kommen wir zur PIN-Code-Eingabe. Und bestätigen. Dann hört man, wie die Tür sich entriegelt. Wartet. Jetzt die Tür natürlich ganz normal noch aufschließen. Wirklich sehen, ob alle Sicherheitssysteme ausgeschaltet sind. Ich guck mal ganz vorsichtig. Jo, Licht ist an. Das heißt also, alles drin ist safe. Ich muss natürlich aufpassen, die Tür ist unglaublich schwer. Herzlich willkommen hier in meinem Katastrophenschutzraum. Heute mit dabei Bommel und Fritz. Da sind die drei. Heute geht es darum, eine Folge zu machen zum Thema Katastrophenschutz. Es geht halt einfach darum, jetzt ganz ernsthaft mal darüber nachzudenken, was passiert tatsächlich. Wenn irgendwo mal Strom ausfällt über längere Zeit, dann brauchen die Kraftwerke mindestens 3 Monate. Soweit habe ich die Information bekommen von jemandem, der da arbeitet. Transformator brennt durch oder wird zerstört durch was auch immer. Das kann auch eine Außeneinwirkung sein, wie ein Terroranschlag. Wenn ihr euch mal die Dinger anguckt, da ist ein Zaun vor und einen Koffer kannst du darüber werfen, ganz easy, ganz einfach. Ich will jetzt hier niemanden Angst machen, aber sich da drüber schon mal Gedanken machen, ist immer nicht verkehrt. Ich fange einfach mal hier drüben an beim Regal. Hier ist Trinkwasser drin. Es ist in Plastikflaschen bzw. in solchen 5 Liter Gallonen. Ich mache euch mal jetzt eine Packung auf. Hol ich mal einen Ring raus. Oh. Das sind 5 Liter Trinkwasser. Was hierbei zu beachten ist, was ganz wichtig ist, warum diese schwarze Tüte drumherum ist. Es darf kein Licht an diese Plastikflaschen rankommen, weil dann würde anfangen, das Wasser irgendwelche Bakterien oder Protozoen oder Giardien zu bilden. Und das wollen wir halt vermeiden. Es soll halt eine ganze Weile haltbar sein. Und man kann hier sehen, ich habe hier drauf geschrieben, wann habe ich sie eingelagert. Deshalb in. Wie viele Pakete sind drin und was ist es? Und hier unten ist nochmal das MAD. 2020 müssen die Dinger hier raus und müssen halt erneuert werden. Das sind so Kniffe und Tricks, daran müsst ihr absolut denken, weil es bringt euch nichts, wenn ihr Wasser liegt und da irgendwann müsst ihr es halt gebrauchen und ihr könnt es nicht mehr trinken. Das zum Thema Wasser. Hier drüben haben wir das Regal. Hier geht es um Ausrüstung. Batterien, ganz wichtig. Ein Weltempfänger, dazu da, um Informationen durchs Radiosenden abzubekommen. Paracord, Gaskartuschen, Benzin, Spiritus, Leuchtmittel, also Lampen, stromunabhängige Lampen, also Petroleumlampen, Schmerzmittel gegen Durchfall, gegen alle möglichen Sachen, Wasserfilter, falls deine Vorräte aufgebraucht sind und du die Wassertonne plünderst. Funkgeräte, ein Schwedenkocher und Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken für die, die halt raus müssen. Schönen Gruß an Olli. Der hat mir die wunderschönen Masken hier zur Verfügung gestellt. Die gibt es im Spezialdepot. Ganz wichtig für euch, alles was ihr so kaufen wollt, könnt, es gibt ja auch so Notlagen und so weiter, da seid ihr beim Olli im Spezialdepot absolut an der richtigen Adresse. Es gibt halt Masken, Atemschutzmasken, er hat Vorräte, du kannst richtige Pakete kaufen, nur für eine Krisenvorsorge. Ich verlinke. Ganz einfach. Ich mache unten in die Beschreibung, verlinke und dann könnt ihr halt mal gucken, ob ihr auch was findet, was ihr brauchen könnt. Hier haben wir eine Heizung. Kommt die Krise oder der Notstand in dem Sommer? Arschlecken. Aber jetzt stellt euch vor, es sind draußen minus 20 Grad und plötzlich fällt die Heizung aus, weil du keinen Strom mehr hast. Jetzt sitzt ihr da und bist die einen ab. Da kommen die Jungs im Einsatz. Das sind Aufsätze, also Heizstrahlaufsätze mit Keramikinklitten und so Katalytsystem. Kennt ihr? Wenn die Dinger sich erhitzen, dann strahlen die halt unglaublich lange Wärme ab mit einer geringen Aufnahme von Gas. Heizungsausfall ist so eine Sache, da müsste jeder so für sich ein bisschen drauf vorbereiten. Also da habe ich dir ehrlich gesagt die meiste Sorge vor. Hier drüben haben wir Lebensmittel und zwar ganz einfach. Konserven halten sich unglaublich lange. Denkt daran immer ranzuschreiben, wann die raus müssen. MHD und so weiter.
dann kommt ihr nicht in die Falle von wegen, dass das Zeug nachher schlecht ist, wenn ihr es braucht. Lecker Salzstangen, guter Brotersatz, Kekse, für mich lebensnotwendig, deshalb gleich eine Großpackung, Hundefutter für Maria und damit sind wir auch schon durch. Auf der Seite haben wir noch eine Kochstelle, ein Solarpanel, wo du halt einfach Strom mit abfalten kannst, Milcherzeugnispulver, Erste-Hilfe-Sets und Kerzen. Und davon reicht nicht. Wo wir gerade beim Thema Nahrung sind, möchte ich euch einmal kurz hier rüber reden. Hier haben wir ein Wasserbecken, worin sich Fische befinden. Ist das eine Möglichkeit, um sich halt Fischfleisch zu halten? Und ein Fisch ist relativ einfach zu handeln. Ich will euch mal so ein Ding zeigen. Oh, ist überhaupt recht zäh. Ich kann meine Rüber nicht erschrecken, um es mal zu zeigen. Da kann man mal sehen, was das für ein Riesenviech ist. Ne? Den lassen wir auch gleich wieder hin. Das ist hier ungefähr die Größe. Da kann man schon eine gute Mahlzeit draus machen. Ne? Ganz wichtig, dass ich euch das zeige. So sehen die aus. Mit der Größe könnt ihr ein wunderbares Menü fassen. Ihr wisst, wie wichtig Vitamin B12 ist. Jetzt muss ich es aber mal auflösen. Das ist natürlich nicht so, dass das Becken hier unten steht, nur damit die Fische halt irgendwann mal in der Notreserve gegessen werden können. Sondern Opa hatte oben einen Teich, der ist quasi jetzt finito. Das war das Überwinterungsbecken. Hier haben die Fische quasi den Winter verbracht. Wie gesagt, dieses Jahr kommen die jetzt weg und die sind halt noch hier unten, weil wir halt oben das komplett weggerissen haben. Ja, also haltet euch keine Fische zu Hause, nur falls irgendwann mal der Notfall kommt. Nehmt euch Konserven. Das ist auf jeden Fall tierfreundlicher als die Variante. Kommen wir zum Thema Home Defense. Jetzt spricht sich herum, dass der Marlin hier einen Keller hat, voll mit Vorräte, weil er seine Fresse nicht halten konnte. Was ist denn, wenn so eine Meute vor deinem Grundstück steht und alle seine Vorräte haben wollen? Dann gehe ich aufs Äußerste. Der könnte kommen, die Nachbarn und die Zombies. Ah! Falls mein Backup ausfallen sollte. Ich habe ja noch mehr Klauen. So, ja, der nächste. Noch ein Backup. Und da habe ich hier noch eins. Ah! Hier haben wir noch eine Knarre. Wer noch nicht genug hat, noch eine MP5. Ich habe noch Revolver-Bieter. So. Was geht ab? Zombies? Her damit. Ganz wichtig, natürlich genug Munition und Magazine. So, und jetzt war Spaß beiseite. Das ist natürlich alles bloß Show hier. Das sind alles Waffen, die halt nicht funktionieren. Das sind halt Deko-Waffen, Schreckschusswaffen. Alles Leihgaben, um halt mal eine Möglichkeit zu haben, um halt richtig zu übertreiben. Wie ich es gerne hätte, aber einfach so nicht umsetzen kann. Meine eigentliche Home-Defense-Waffe, das ist die Armbrust hier. Richtig böses Teil. Wir reden ja auch nicht von einem Spielzeug, sondern das Ding ist tödlich. Das Ding macht richtig Rabatt, 175 RDS. Ihr könnt euch vorstellen, das metert ordentlich. Wichtig ist natürlich auch, ausreichend Munition bei zu haben. Also ich habe jetzt hier nochmal eine ordentliche Ladung Bolzen. Dann sind wir hier soweit durch. Der Bunker, der Prepper-Room ist jetzt geführt. Ne? Damit möchte ich mich mal abschieden. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Survival Martin euch liebt. Ah, ganz wichtig, Mensch, Survival Martin bei Instagram, Survival Martin bei Facebook. Ganz wichtig, da gibt es Informationen, die bekommt ihr über YouTube nicht. Zum Beispiel Spoiler-Fotos, irgendwelche Sachen, die anstehen, irgendwelche Events, irgendwelche Ideen, alles sowas. Kommt zu Instagram, macht einen Button auf Gefällt mir, folgen oder was auch immer. Kommentare rein, was hättet ihr anders gemacht? Hättet ihr was besser gemacht? Hättet ihr was nicht reingepackt? Oder was fehlt hier drin noch? Ich bin gespannt. Nicht vergessen, ich lese jedes Kommentar, auch wenn es immer nicht geglaubt wird, aber es ist so. Damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Ich glaube, ich habe es trotzdem gehört. Wer schwitzt, stirbt. Nee, das sind bloß der ukrainische Leiharbeiter vom Opa. Ach, alles cool. Nee, alles cool. Es waren bloß die Nachbarskinder, die ein bisschen auf dem Spielplatz gespielt haben und die haben halt ein bisschen rumgeschrien. Das kann ich mal nicht sprechen. Ich kann mal keine Kinder abknallen. Nee, alles klar. Das waren bloß die Rentner. Nee, alles cool. War bloß der Zoo von dem Mann. Sonntage.